Tante Mia feiert im Tanzgarten. Hinter uns tausende Besucher. Es ist herrliches Wetter. Einen ganzen Rundumblick über die Westerheide jetzt für euch. Viel Spaß damit. Geflogen aus Hamburg, ja nicht ganz. Max neben mir nach seinem Auftritt hier. Moin, moin. Moin, ja, sagt man so in Hamburg, ne? Ja, sagt man aber hier auch. Sagt man in Leute auch, richtig. Wir haben die Bilder gesehen und sehen sie auch im Hintergrund. Wie war das Gefühl? Ja, Wahnsinn. Also für mich ist das eigentlich unbeschreiblich. Also sozusagen von 0 auf 100, ne? Also Wahnsinn. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich hier auflegen kann. Und dann hat das alles geklappt. Danke nochmal an die Leute, die gewählt haben. Und ja, ein Festival von dem Ausmaß, von der Größe, das kennt man eigentlich nur von Tomorrowland oder Ultra. Ja, und Wahnsinn, freue mich mega. Ja, Max, weitere Pläne, du hast eben angesprochen, Tomorrowland kommt 2016 nach Deutschland. Ich glaube, ist es noch nicht so weit, ne? Ist noch ein bisschen früh. Also, ich konzentriere mich erstmal aufs Studium, ne? Und ich meine, das ist halt nur ein Hobby. Auch die Musikproduktion ist immer ein Hobby gewesen. Und das macht halt Spaß. Und wenn mal wieder solche Angebote kommen, dann sage ich natürlich nicht nein. Ne? Aber erstmal konzentriere ich mich aufs Studio. Super Wetter, super Musik, super Leute, alles perfekt. Wie gefällt's euch hier? Ist richtig geil. Dein persönliches Highlight? Lukas Schreiner. Und ihr bleibt wie lange? Bis zum Ende. Alle meine Facebook-Freunde und Mama.